Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Vorstellung. Und zwar geht es um das heute erschienene Add-on und wir sind jetzt auf der Westbridge Hills. Ja, wir joinen erstmal und sehen schon eine schöne amerikanische Map. Natürlich, man muss sagen, es ist eine solide Sache insgesamt. Und ja, coole Veränderungen im Vergleich zur Standard-Map. Ich habe mir das DLC auch echt gerne gekauft. Und ich finde auch, es ist die 14,99 wert. In diesem Video werde ich mich hauptsächlich mit der Map beschäftigen und die Fahrzeuge werde ich dann nochmal in einem Extra-Video abhandeln, sage ich mal. Springen wir hier mal runter. Der Hof ähnelt schon vom Grundriss her etwas dem Standardhof. Und alles ist natürlich so, ja, die Texturen, die man eigentlich auch so ähnlich schon kennt. Das hier ist jetzt nicht irgendwie großartig anders. Hier zum Beispiel einer der neuen Sachen, auf die ich mich auch wirklich gefreut habe. Wir haben diesen schönen Oldtimer, der vorne nur eine Einradlenkung hat. Und da sieht man direkt, der ist richtig wendig dadurch. Finde ich richtig cool, dass die den da reingepackt haben. Aber ich werde jetzt erstmal die Karte öffnen. Und dann könnt ihr euch die jetzt mal einprägen. Wir haben die BGA, wir haben ein Dorf, wir haben einen Platz, wir haben Händler, wir haben riesige Felder. Aber was ich jetzt einfach mal machen werde, ist hier reinschauen. Da sollte es nämlich jetzt genau Case Machine geben. Und dann erstmal einen knapp 400 PS starken Schlepper hier. Der 340 und dann nochmal einen 200 PS Schlepper. Das lässt ja eigentlich schon vieles erwarten. Wir haben dann auch nochmal die Fahrzeuge, die zeige ich jetzt nur mal ganz grob, weil wir jetzt mal zum Händler gehen werden. Ich habe mir extra ein bisschen mehr Geld eingepackt. Die Schneidewerke sind ziemlich cool, 10,5 und 13,7 Meter, also eine richtigen Bomber. Und das machen wir jetzt eben mal hier. Krone. So. Was haben wir denn sonst noch so? Hier müsste noch irgendwo der Truck sein, auf den ich mich ziemlich gefreut habe, weil Trucks sind einfach so ein bisschen, die kommen so ein bisschen zu wenig vor, meiner Meinung nach, bis jetzt. Da kann man ja schon mal hier den Kröger, der wird da bestimmt irgendwie dabei sein. Jetzt müsste man natürlich noch gucken, bin ich hier einfach gerade ein bisschen zu Selbstfahrer, ist das wahrscheinlich, ne, Erntegeräte. Ja, da wird man keinen finden, aber Doppelbereifter. Wo haben wir denn Drivers? Ja, da! Geil! Und den Überladewagen. Die beiden mit coolsten Sachen. Drescher, dann haben wir hier noch den neuen kleinen Oldtimer. Den Kramer Allroad. Und hier haben wir die Case. Oh, es hat einmal ganz kurz geruckelt, aber insgesamt finde ich, dass die Performance mit dem neuen Patch und so weiter echt top ist. Der neue Case, ja, ich wollte jetzt gar nicht groß auf die Fahrzeuge eingehen, aber der gefällt mir gut, muss ich direkt mal vorneweg sagen. Sieht schick aus. Wir haben hier die ganzen Drescher, den Doppelbereifen, den Quadtrack, also den mit, den Raupendrescher. Das ist echt eine coole Sache. Wir haben dieses, boah, ist das ein geiles Schneidewerk. Das ist übrigens das 13,7 Meter Gerät. Wir haben den Big X, wir haben da hinten den Truck, den gucken wir uns gleich mal an. Der Händler ist eigentlich der Standardhändler. Wir schwingen uns jetzt aber mal in den Truck. So. Und dann können wir mal. Oh, das Inventar überrascht mich aber echt richtig. Das sieht richtig schön aus eigentlich mit dem Holz. Das hat eine relativ hohe Qualität im Vergleich. Wenn man das jetzt mal mit allen Sachen, die es so gibt, in LS vergleicht. Oh, aber ein bisschen träge ist die Beschleunigung. Klar, das ist auch wahrscheinlich ein mehrere Tonnen schweres Monster. Wir geben jetzt erstmal Gas. Was zieht er denn so? 80, 85 km/h. Das finde ich eigentlich ganz angemessen. Und da hat fast das Schild dran geglaubt. Da unten habt ihr gerade den Hof gesehen. Wir wollen mal hoch zur Stadt. Ich glaube, das ist mit das Interessanteste. Man sieht, die Felder sind eigentlich recht klein, kann man schon fast sagen. Also nicht so besonders groß. Klar, wir sind hier auch gerade in dem Mittelteil der Karte, wo die Felder generell nicht so groß sind. Übrigens, was mir gerade so einfällt, ich merke das selber immer so ein bisschen beim Sprechen, ich bin im Moment leider ziemlich erkältet, aber ich möchte euch nichtsdestotrotz natürlich das neue DLC vorstellen und deshalb muss ich da jetzt einfach mal, trotzdem aufnehmen.
gut. Wir haben das neue Stadion, was ich richtig, richtig geil finde. Wir können ja auch eigentlich mal was. Ja, wir machen diese Vorstellung mal ein bisschen anders. Wir öffnen jetzt mal hier die Konsole und werden fliegen. So. Fliegen war, glaube ich, J. Und genau. So können wir fliegen. Hä? Irgendwie ist es gerade nicht ganz so wie gedacht. Wir fliegen ein bisschen langsam. Aber wir können auf jeden Fall uns erstmal hier einen Überblick verschaffen. Wir sind jetzt quasi im Mittelteil der Map. Da waren wir aber eigentlich schon. Also ich werde hier nochmal rausgehen. Und wir gehen wieder. Oh, schickes Cockpit. Freue ich mich schon drauf auf die Vorstellung von den einzelnen Dreschern und so weiter. So. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich hier wieder nervige Musik und ein schönes Kratzen im Hals wegen meiner Erkältung. Und ich finde, der Ort ist richtig gut eigentlich. So ein bisschen so ein amerikanischer Stil ist auf jeden Fall vorhanden. Auch wenn er halt irgendwie ein bisschen eintönig ist, weil alles so ein bisschen gleich amerikanisch ist und nicht so, ja, man hätte vielleicht ein paar mehr Akzente reinbringen können. Das würde ich jetzt vielleicht mal bemängeln. Ansonsten hier schon eigentlich recht große Felder in der Ecke. Das gefällt mir gut. Hier kann man richtig, hier macht so ein Truck auch mal Sinn. Ja. Das ist irgendwie cool. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. Oh, da habe ich ein bisschen gestreift. Aber naja, soll passieren. Ich muss echt sagen, dass mir das die Map ganz gut gefällt. Die gefällt mir, ja. Ich war von Hagenstedt eigentlich sehr, sehr positiv überrascht. Und ja, man kann diese Maps hier einfach nicht mit den aktuellen Top-Mod-Maps vergleichen. Einfach weil die Mod-Maps da. Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr Liebe drin. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, die Modder machen eine Map, die ja auf ihre persönlichen Wünsche zugeschnitten ist. Und die Leute, die programmieren, wollen was Allround-mäßiges, was irgendwie jedem zusagt. Und keiner sich jetzt irgendwie total, ja, sich total darüber ärgert oder da Freudentänze würden sie wahrscheinlich am liebsten von allen erwarten. Aber natürlich ist das alles nicht so einfach. Boah, das ist gerade echt anstrengend für mich zu reden, weil ich bin echt sehr, 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 sehr erkältet. Ich habe mir gerade noch die Nase durchgepustet und alles, damit ich hier überhaupt noch aufnehmen kann. Ich werde jetzt hier auch nicht ganz so viel, ja, nicht ganz so viel Länge an Videomaterial zeigen. Das machen wir dann irgendwann, vielleicht nochmal in einem zweiten Mod-Map-Video. Ich wollte euch erstmal nur so die wichtigen Punkte zeigen und euch auf jeden Fall empfehlen, dieses DLC zu kaufen, weil es doch schon eine relativ schöne Neuerung mit sich bringt hier mit den ganzen Geräten. Deutlich, deutlich umfangreicher als das Ursus-Add-on. Hier haben wir dann die Kühe. Da vorne haben wir noch eine. Hier haben wir noch mal so ein Spitzhaus. Oh. Oh. Schön. Das ist seit dem Patch irgendwie anders mit der Konsole, mit dem Fliegen. Könnt hier, glaube ich, sogar. Nee. Aber das wäre wirklich mal was Cooles, wenn man hier reingehen könnte. Das stört mich etwas. Muss ich leider sagen. Das ist etwas tot dadurch immer, die Gebäude. So, wo wollen wir noch hin? Ich werde jetzt mal in den Truck gehen. Boah, aber ihr merkt vielleicht wirklich, ich mache das ja eigentlich gerade wirklich, weil ich euch gerne was zeigen möchte. Und ich bin, ja, ich weiß es eigentlich, dass ihr alle sehr gespannt hier drauf seid. Und deshalb bin ich jetzt auch eigentlich nur am Aufnehmen, sonst läge ich jetzt im Bett und würde Tee trinken. Aber ja. Muss halt, ne? Muss wehtun. So, Feld 18 ist auf jeden Fall ein richtig cooles, großes Feld. Und ich freue mich echt sau, 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 sau auf diese Aufnahmen hier drauf. Das Megaprojekt wird ja dann morgen beginnen. Ich werde heute sicherlich einige Videos zum Spiel zeigen. Das ist cool. Yes! Dass mal an solche Details gedacht wurde. Das ist schön, so Ölpumpen. Klar, schön ist jetzt irgendwie. Hä?
Nee, nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Hä? Warum sind da denn so Berge drumherum? Also, jetzt mal ehrlich, das ist doch ein bisschen grotesk, oder? Das passt doch ein bisschen eher weniger zur Landschaft, diese Alpen, mehr oder weniger. Also das finde ich jetzt ein bisschen, erinnert doch hart an eine Mod-Map. Aber, naja. Mission gibt es immer noch mit Rasenmähern. Das ist für mich irgendwie nicht so interessant. Einfach weil ich die ein bisschen übertrieben finde vom Einnahmen her. Alter, mein Hals ist so, richtig schlimm. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal hier einen kleinen Rumpflug. Also wir gucken uns das jetzt nochmal alles an. Da hinten sieht den Hof. Da hinten sind wir so einmal. Eigentlich sind wir fast eine Runde gefahren. Ich werde die Map demnächst nochmal vorstellen, weil mein Hals mich demnächst, mich jetzt ein bisschen gerade wieder hängen lässt. Da vorne laufen Leute rum, ist auch cool. Sieht man eigentlich selten. Ja, ich möchte euch trotzdem ein bisschen was zeigen. Heute wird auch noch mehr kommen. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Ich habe jetzt einen langen Tag hinter mir und meine Stimme ist echt am Ende. Und deshalb mache ich das morgen weiter. Aber ihr seid schon mal mit einem Video ein bisschen informiert über das DLC. Und ab morgen erwartet euch dann das Megaprojekt auf dieser Map, was vielleicht sogar am Anfang, wenn es meine Stimme mitmacht, täglich kommt, beziehungsweise zwei Parts am Tag. Und wir sehen uns.